Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon, Reviews zum Thema Gaming Booster und willkommen zur neuesten Episode auf meinem Kanal, heute mit keinem Holy Video, nein auch kein Level Up Video. Wir haben heute tatsächlich eine Premiere auf diesem Kanal und zwar wurde ich am Sonntag auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte, einen Gaming Booster zu testen. Ich habe dem Ganzen natürlich gerne zugestimmt, weil ich ja auf diesem Kanal auch dafür da bin, um Gaming Booster zu testen und ich ja auch schon gesagt habe, dass wir uns nicht nur Holy und Level Up angucken werden, sondern auch andere Firmen und auf jeden Fall vielen lieben Dank für diese Chance. Es freut mich auf jeden Fall mega, dass ihr mich angeschrieben habt. Ich werde das Paket gleich einmal aufmachen, werden uns das Ganze einmal zusammen angucken und werde ich das Ganze nochmal genauer vorstellen und ja, bevor wir jetzt damit starten, wie immer der Hinweis auf mein letztes Video, da haben wir uns den Blueberry Bear von Holy Energy angeguckt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Test zu machen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall mal aus. Und Hinweis Nummer 2, wie immer, wenn ihr noch kein Abonnent von diesem wunderbaren Kanal seid, wisst auf jeden Fall jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, denn es werden auf jeden Fall noch viele Reviews und Videos auf diesem Kanal folgen. Unter anderem nächste Woche die neue Summer Edition von Level Up wurde ja jetzt am angekündigt, kommt am Montag raus, werden wir auf diesem Kanal auf jeden Fall auch testen. Deswegen jetzt abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Und gerne dürft ihr mir auch einen Kommentar unter das Video schreiben, wenn ihr vielleicht die Marke, die um die es heute geht, schon mal getestet habt oder wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr generell einfach irgendwas Nettes zu meinen Videos schreiben wollt, gerne in die Kommentare hauen und ganz wichtig natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer angezeigt bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung, einen Daumen nach oben freuen für das Video und jetzt werden wir uns zusammen einmal das Paket angucken, welches ich netterweise zugeschickt bekommen habe. Ich will auf jeden Fall auch nochmal sagen, dass das Video trotzdem natürlich meine ehrliche Meinung ist. Ich werde das Ganze jetzt nicht in den Himmel loben oder besser reden, als es mir nachher schmeckt. Ich werde auf jeden Fall trotzdem ehrlich sein, werde das Ganze wirklich ehrlich beurteilen und ja, wir werden uns das Ganze jetzt auf jeden Fall einmal anschauen. Ich bin auf jeden Fall schon mega aufgeregt darüber. Es freut mich auf jeden Fall echt mega, dass es wirklich jemanden gegeben hat, also eine Firma, die mich gesehen hat und gefunden hat und gesagt hat, dem geben wir einfach mal eine Chance. Das ist auf jeden Fall für mich echt, ja, einfach unglaublich, weil ich ja noch relativ klein bin und dass da jetzt tatsächlich jemand auf mich aufmerksam wurde und mich jetzt hier mit, ja, Gratisware, sag ich mal, gegen einen Test, ja, mir geschickt hat, finde ich auf jeden Fall krass. Wir werden uns das Ganze auf jeden Fall jetzt einmal anschauen. Wir haben 3 Sorten bekommen, haben auch einen Shaker, einen kleinen, relativ niedlichen Shaker. Also so sieht der Shaker hier aus. Ist so ein bisschen kleiner, aber da soll auch, kommt auch nicht so viel rein. Das sind nur 250 Milliliter, bin ich der Meinung, die da reinkommen. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Shaker. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Auch hier, dass das so eine kleine goldene Schrift hat und einen, ja, weißen Deckel. So, dann haben wir 3 Sorten, die werde ich jetzt einmal kurz auspacken und hier hinstellen und dann werden wir das Ganze uns einmal genauer anschauen. Wie gesagt, wir haben 3 verschiedene Geschmäcker und zwar haben wir einmal den exotische Früchte haben wir hier einmal. Wie ihr seht, die Verpackung ist eigentlich, ja, ist so ein bisschen schwarz, so ein bisschen matt gehalten das Ganze. Finde ich, sieht trotzdem eigentlich ganz nett aus. Also, finde, die kann man eigentlich doch, ja, sehen eigentlich ganz cool aus, die Verpackung. Also, wie gesagt, einmal exotische Früchte. Dann haben wir einmal die Strawberry Kiwi. Auch ein relativ interessanter Geschmack, wie ich finde. Also, die beiden Sorten hier werde ich in einem zweiten Video machen, weil ich heute nur eine Sorte teste, aber ich kann nicht 3 Dinger davon auf einmal trinken. Das wäre dann noch ein bisschen zu viel. Und dann haben wir als guter Letzt die 3. Sorte, die Kirsche Cola. Auf jeden Fall eine interessante Sorte, die werde ich heute auf jeden Fall auch testen. Auf jeden Fall ein Geschmack, den ich so auch noch nirgendwo gesehen habe. Finde ich auf jeden Fall interessant, auch ganz nice. Wir werden uns jetzt einmal kurz die Werte hier angucken, wie das Ganze hier zusammengesetzt ist. Also hat auf jeden Fall 200 Milligramm Koffein das Ganze. Mit 250 Milliliter Wasser wird das Ganze gemacht. 5 Gramm Pulver kommt da hinein und enthält Taurin. Und ganz wichtig zu sagen, es enthält auch dieses Newcuff, was es bei Holy Energy gibt. Und tatsächlich wurde mir gesagt, dass das sogar vor Holy das Ganze gemacht hat, dieses Newcuff. Das ist dieses mikroverkapselte Koffein, was sich nach und nach
freisetzt im Körper, damit man halt einen gleichmäßigen Push bekommt und keinen plötzlichen Leistungsabfall. Also dass man halt durch über mehrere Stunden lang durchgehend mit Koffein versorgt wird und die Wirkung nicht nachlässt. Enthält ansonsten, muss ich mal gucken, was hier noch so drin ist, ja, auch Ginseng, schwarzer Pfeffer ist hier sogar mit drin, ne? Klingt auf jeden Fall ganz interessant, auch von den Zutaten her. Ich gucke gerade, ob hier irgendwie noch Zucker oder sowas drin ist, aber darüber finde ich hier jetzt tatsächlich nichts. Also ist, glaube ich, kein Zucker drin. So, wir werden das Ganze jetzt auf einmal vorbereiten. Ich werde jetzt einmal den Shaker hier vorbereiten mit ein bisschen Wasser. Ich werde da jetzt nicht so viel Wasser, aber ich will ja noch ein bisschen Kohlensäurehaltiges nehmen. So, wir werden das jetzt hier erstmal halb befüllen. Dann werden wir das Ganze einmal aufmachen. Wie gesagt, wir nehmen heute den Cola Kirsche. Auf jeden Fall nice. Bin echt gespannt auf den Geschmack, wie das Ganze schmecken wird. Erstmal dran riechen. Ja, es riecht schon gut. Das hat so einen, ja, ich würde sagen, lilanen Ton. Und was ich cool finde, die haben so ein Tütchen hier mit drin. Ne? So ein Tütchen, das soll dafür sein, dass das Ganze sich nicht, dass das Pulver frisch bleibt, also dass das nicht austrocknet. Und natürlich haben wir hier auch wieder einen Löffel, aber ich muss jetzt einmal ins Pulver fassen, damit wir den an den Löffel kommen. Haben natürlich auch wieder so einen Scoop dabei. Ich werde das Ganze jetzt hier einmal reinmachen. Ja, das Pulver ist auf jeden Fall, sieht auch auf jeden Fall auch sehr frisch noch aus. Ich werde den Beutel da mal wieder reinmachen. Ja, und wie gesagt, die Firma heißt S-Nutrition, steht hier auch drauf. Und der Gaming Booster heißt, wie gesagt, Uber. Ich war ein bisschen überrascht, als sie mich angeschrieben haben. Da habe ich gedacht, Uber, das ist doch dieses, ist das nicht so ein Taxiunternehmen, das auch so Uber heißt? Bin ich der Meinung, das hieß doch nicht so. Ich wusste gar nicht, dass Energy gibt, der so heißt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Geschmack. Also, ne, auch den Ganzen einfach mal eine faire Chance zu geben. Nicht immer nur diese klassischen, ja, Level Up und Holy und Gamers Only, sondern halt auch mal anderen eine Chance zu geben. Und wie ihr seht, haben wir hier auf jeden Fall schon eine nette Farbe. Da schwimmen jetzt auch so diese Stückchen. Das ist halt, ich muss es glaube ich nochmal ein bisschen doller shaken. Einmal ein bisschen schütteln. Hat auch diese weißen Punkte drin. Das ist halt, wie gesagt, keine Ablagerung oder so. Das ist das New Cup. Das sind diese, das ist dieses mikroverkapselte Koffein. So, das sieht gut aus. Ja, alles soweit aufgelöst. Fresh geshaked. Wenn wir jetzt mit Wasser auffüllen, damit wir dann auch unseren Geschmack bekommen. So. Und jetzt werde ich das Ganze einmal probieren und hoffe, es schmeckt. Oh, der ist lecker. Oh, der schmeckt gut. Oh, die Kirsche schmeckt richtig nice. Die Kirsche ist schön sauer. Hat so richtig geilen Kirschgeschmack. Und die Cola schmeckt man auch raus. Also, der Geschmack ist gar nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Also, die Sorte ist geil. Schmeckt richtig gut. Also, ich finde es echt nice, dass es diese Sorte gibt, weil ich... ich weiß, ich möchte jetzt keinen anderen Film hier erwähnen, aber ich habe tatsächlich mal bei einem Gaming Booster diese Sorte hier vorgeschlagen. Und als ich dann gesehen habe, dass sie diese Sorte hier haben, habe ich mir gedacht, nice, die musst du auf jeden Fall nehmen zum Testen. Und ich muss wirklich sagen, diese Sorte schmeckt wirklich lecker. Also ich muss wirklich sagen, der hier schmeckt richtig geil. Hat auf jeden Fall einen richtig nicen Geschmack. Schmeckt sehr angenehm. Die Kirsche ist schön hat schön so einen schönen sauren Geschmack und schmeckt auch ein bisschen die Cola raus. Und tatsächlich muss ich sagen, hat die Cola auch einen angenehmen Geschmack. Also es geht tatsächlich wirklich Richtung Cola und der Geschmack ist wirklich echt wirklich sehr nice. Also man hat hier wirklich einen ordentlichen Geschmack drin und das finde ich, ist mir persönlich immer sehr wichtig bei einem Energy, dass es halt auch wirklich einen kräftigen Geschmack hat. Ich möchte ja nicht Wasser mit Geschmack trinken, sondern also mit leichtem Geschmack, so wie Volvic, sondern es muss wirklich Pep haben. Es ist ja schließlich ein Energy. Und ich finde wirklich, dass man den hier wirklich trinken kann. Es schmeckt wirklich lecker. Die Kirsche ist zwar dominanter als die Cola,
Aber trotzdem angenehm. Was ich auch gut finde ist, obwohl hier Ginseng drin ist, es hinterlässt keinen scharfen Geschmack im Mund. Sondern es ist wirklich, wirklich lecker. Also ich würde tatsächlich für den hier, würde ich tatsächlich eine glatte 9 geben. Weil der Geschmack wirklich angenehm ist. Die Kirsche schmeckt sehr intensiv. Man schmeckt ein bisschen die Cola raus. Und es schmeckt wirklich nach dem, was draufsteht. Und es ist vom Geschmack her wirklich recht angenehm. Also ich kann hier über den jetzt tatsächlich wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich finde auch die Farbe sehr nice, weil es halt wirklich einen richtig geilen, wie so ein Kirschsaft aussieht von der Farbe her. Also auch gut getroffen, dass es nicht irgendwie so dunkel ist von der Cola, sondern eher mehr so Richtung Cola geht, Richtung Kirsche geht, sondern und nicht mehr Richtung Cola. Auf jeden Fall muss ich tatsächlich sagen, ich bin relativ zufrieden damit, mit dem Geschmack. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so gut schmeckt. Ich war tatsächlich bei dem am kritischsten, weil das halt auch so eine ausgefallene Sorte ist. Aber tatsächlich kann ich über den nichts Schlechtes sagen. Und wie gesagt, man macht den halt nur mit 250 Milliliter Wasser, nicht mit 500. Trotzdem finde ich, schmeckt der hier wirklich sehr, sehr gut. Gut auf jeden Fall getroffen, den Cola-Kirsche. Und ich würde dafür eine glatte 9 geben, weil er mir wirklich super schmeckt und ich hätte nicht gedacht, dass er so gut schmeckt. Und ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank dafür, dass ich den Energy oder diesen Gaming Booster von euch testen durfte. Im nächsten Video werde ich auf jeden Fall noch die anderen beiden Sorten vorstellen. Da werde ich dann beide Geschmäcker in ein Video packen. Haben wir, wie gesagt, noch den Erdbeer-Kiwi und die exotischen Früchte. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Ich bin raus. Peace.